Werden Sie das neue SPD-Führungsduo? Olaf Scholz, Finanzminister und Vizekanzler, und Clara Geiwitz, seit 2004 Landtagsabgeordnete in Brandenburg. Sie stellen sich am Mittag den Fragen der Hauptstadtpresse. Ihr Ziel ist klar, die SPD wieder stark zu machen. Aber wie bitte? Dazu müsse die SPD wieder die Partei werden für die Menschen, die morgens aufstehen und zur Arbeit gehen, sagt Geiwitz. Ich als Ostdeutsche habe ein sehr feines Gespür dafür, wie Menschen sich fühlen, wenn sie glauben, dass ihr Leben, ihre Probleme nicht wahrgenommen werden. Und die Frage der Repräsentanz von ganz vielen, die in unser Land gekommen sind, von Ostdeutschen, von Frauen, die im normalen Politikgeschäft denken, dass sie nicht vorkommen, das ist ein Punkt, der mich umtreibt. Scholz' Wille zur Kandidatur war Montag die Überraschung im politischen Berlin. Vorher hatte der 61-Jährige immer abgewunken. Seine Zeit sei zu knapp. Jetzt sehe er das anders. Wie alle mitbekommen haben, ist das eine Entscheidung, die ich in einem langen, langen Prozess, auch im Gespräch mit vielen, erst jetzt zuletzt getroffen habe. Und warum ist das so? Ich glaube, dass es notwendig ist, dazu beizutragen, dass die SPD stärker wird. Neue sozialdemokratische Antworten auf neue Zeiten will das Team finden. Was ich mir wünsche, ist eine mutige SPD. Und das heißt man natürlich, dass man dann auch selber mutig sein muss. Mit einem Vorstoß war Scholz am Vormittag erfolgreich. Das Kabinett billigte die Teilabschaffung des Soli. Ab übernächstem Jahr müssen nur noch Topverdiener den vollen Satz zahlen. Für 90% der Steuerzahler entfällt die Abgabe.